Der Deutsche Schauspielpreis 2021 in der Kategorie Schauspielerin einer Hauptrolle geht an Maria Hofstetter. Mir ist gerade zugeflüstert worden, dass sie nicht da sein kann, aber sie hat ein Video. Danke an die deutsche Kollegenschaft und natürlich möchte ich mich auch beim Team von Fuchs im Bau bedanken für die Unterstützung. Ich würde jetzt gern mit euch feiern, aber ich muss leider arbeiten, werde mir aber sicher noch ein, zwei Gläser Prosecco genehmigen. Euch wünsche ich einen schönen Abend und natürlich auch herzliche Gratulation an alle, die sich heute über eine Auszeichnung freuen dürfen. Liebe Grüße nach Berlin! Extrem unerwartet. Vielen Dank. Ich habe mir echt nichts überlegt. Ich habe meinen großen Bruder dabei, der meinen Film produziert hat. Ich bin der Regisseur. Arman heiße ich. Das ist der Arsch. Nicht Maria. Und, ja, wir sind beide nicht Maria. Aber wir lieben sie. Ich ein bisschen was kann ich eh sagen. Also die Maria, also ihr verkörpert für uns alle wirklich das Wesen und die Magie des Kinos. Und ich habe vor genau 20 Jahren das erste Mal Maria Hofstetter gesehen in einem Film von Ulrich Seidel, Hundstage. Und sie hat damals die Anhalterin gespielt. Und ich war so überzeugt, sie hat sie so wunderschön, also sie hat sie so verkörpert, dass ich überzeugt war, dass diese Anhalterin auch tatsächlich diese Anhalterin ist. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, dass es eine oberösterreichische Schauspielerin war. Und das ist für mich, so hat sie sich in mein Gehirn eingebrannt und ich habe 19 Jahre davon geträumt, dass ich mal einen Film mit ihr machen darf und den Traum hat sie mir dieses Jahr, also vor 1,5 Jahren erfüllt und Maria, du bist nicht nur eine unglaubliche Schauspielerin, du bist eine wunderbare Kollegin, du bist ein wunderbarer Mensch, wir lieben dich. Seitdem wir diesen Film zusammen gemacht haben, ist sie wirklich ein Teil der Familie geworden. Sie war sogar auf der 80. Geburtstagsfeier unseres Vaters. Und es ist wirklich super schade, dass sie jetzt nicht da sein kann, weil das ist, wir haben es nicht geschafft, seitdem der Film, also unser Film Fuchs im Bau ins Kino gekommen ist, ein einziges Mal mit ihr zu feiern. Glücklicherweise, weil sie zu tun hat, weil sie jetzt weil gerade... Weil sie bescheiden ist, weil sie immer... arbeitet, so wie ihr alle. Wir danken euch. Sag noch was. Was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, Fuchs im Bau braucht doch einen deutschen Verleih. Genau. Wir müssen das Kino am Leben erhalten. Ja? Danke. Danke.